Ach du lieber Gott. Das hat er immer noch. Ich habe mir gerade meine Dackelgarage gebaut. Ich werde mir jetzt was zum Mittagessen kochen. Tja. Und neulich gab es bei Dave Canterbury in seinem Kanal ein Video, das nannte sich Just Add Water. Nur Wasser nachfüllen. Oder dazu fügen. Und das werde ich heute machen. Und er hat sogar eine fertige Mahlzeit präsentiert, die ich auch gerne esse. Und die werde ich jetzt wieder gleich machen. Und um euch den Mund wässrig zu machen, dürft ihr dabei sein. Viel Spaß! Spaß mit der SB-Axt hier ein bisschen rum zu asen. So. Zuerst. Zuallererst mache ich mir mal eine Tasse Kaffee. Weil das habe ich mir verdient. Heute nicht so viel gearbeitet habe wie sonst. So, dazu nehme ich mein Primus Lightech Kochgeschirr. Dies ist so ein, der Deckel. Man kann das auch benutzen als Wasser heiß zu machen, ja. Als Kessel, Deckel drauf. Oder man kann dies hier benutzen, da das auch oben beschichtet ist, als kleine Pfanne. Nicht verkehrt. Der Griff ist abklappbar. Und meine Idee ist, da drin ein oder zwei Hühnereier anzubraten. Oder, also nicht heute, aber oder ein wirklich rundes Bannock. So, das hier ist der Kochtopf oder auch Kessel. Der ist auch beschichtet. Und hier drin befindet sich mein Lieblingskoffer, der M71 Notkoffer der Schweizer Armee, den ich immer wieder neu befüllen kann mit, sagen wir mal, Brennspiritus oder Brennpaste. Der Notkocher eignet sich, Entschuldigung. Der Notkocher. Video gemerkt, dass ich das Gestell etwas zieht. So, werde ich mir erstmal Kaffee machen oder Cappuccino.
sehen, man kann es nur fühlen, dass der brennt. So. Übrigens hatte ich auch vorher schon mal gesagt, das ist ein kleiner Bunsenbrenner für 1 Euro beim Teddy. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Cappuccino, Entschuldigung. Zur genauen Abmaßung, da ich diesen Topf kenne, muss ich ein bisschen umfüllen. Hui. Und hier ist der Cappuccino drin, glaube ich. Ja, ist er. Und die Hälfte von dieser Filmdose ist für diese Menge geeignet. Also eine halbe Dose für eine 500 Milliliter ja, Ametas, keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht davon. So, worum es dann also jetzt beim Kochen geht, wo habe ich das hin? Habe ich Sinn? Ah. Ganz schön bescheuert. Da geht es um Knorr Hüttenschmaus Emmentaler Macaroni. Und Macaroni lecker. Emmentaler sowieso. Und jetzt kommt's. Bei Emmentaler ist Milch drin. Ich habe eine Laktoseintoleranz, also muss ich dafür Vorsorge tragen, dass ich nicht im Wald Dünnschiss bekomme. Interessiert zwar hier keinen, aber es nervt schon hier, da unter gelassenen Hosen zu sitzen und mir die Seele aus dem Leib zu scheißen. Also habe ich meine Laktosetabletten dabei und das ist nicht verkehrt. Aber zuerst gibt es Kaffee. Dazu nehme ich meinen Spork. Titanium Spork von Ace Camp und fülle in mittlerweile köchelndem Wasser das Pulver hinzu. In einem anderen Video gezeigt, wenn diese Laktosetabletten zu Ende sind, kann man die weiterverwenden. Und ich zum Beispiel verwende die dann weiter als Süßstoffspender. Mini-Süßstoffspender. Ich mag meinen Kaffee sehr süß, gerne. Drei Stück. Das ist genug. Wenn das nur mit Brennpaste ist und nicht mit Holz. Das ist für mich so was von entspannt und zufriedenstellend. Ich könnte jetzt im Lotto gewinnen. Das würde mich nicht so relaxen wie jetzt hier zu sitzen. Obwohl eine Million im Lotto wäre schon schlecht, oder?
Wasser ist schon kurz vorm Kochen, ich merke das. Dieser olle Kocher, der geht schon richtig ab wie Luzi. So, Wasser kocht. Brauchen wir den Kaffee wieder abstellen? Dann stellen wir den Primus-Kocher, den Primus-Topf hier drauf. Hüttenschmaus. Bringen Sie mit Knorr Hüttenschmaus in wenigen Minuten ein leckeres, herzhaftes Essen auf den Tisch. Emmentaler Macaroni. Leckere Macaroni in einer cremigen Emmentaler Soße mit Zwiebelstückchen. Mit Zwiebelstückchen. Boah, da haben wir morgen noch was von. Guten Appetit. Danke. 500 ml kaltes Wasser in einen Topf geben, den Beutelinhalt einrühren und unterrühren zum Kochen bringen. Okay, gut, Gas geben. Weil hier, sieht man schon, raucht ein bisschen. Zu sitzen. Diese Ruhe. Diese Aussicht. Grün. Aussicht bedeutet nicht immer einen Kilometer nach vorne zu gucken, eine Wand zu sehen, also an den Bäumen, sondern diese Aussicht, also so viele Bäume, schön grün und Ende Herbst. Wissen, man kann hinkommen, auch wenn es regnet, man kann sich dahinter verkriechen. Das ist unbezahlbar. Das ist wie so eine Art Luxusurlaub. Das kann man nicht bezahlen. Und hier hinzukommen, auch unter der Woche, mittags, in der Mittagszeit, weil es auf der Arbeit halt etwas ruhiger ist, musst du sagen, wenn mir so nur eine Tour mit dem LKW bisschen auf die Finanzen geht. Das ist einfach. Einfach und einfach schön. Ich würde auf gar keinen Fall jetzt tauschen wollen. Nicht mit Mallorca, dicken Titten bei irgendwelchen Weibern. Nee, hätte ich keinen Bock. Das hier ist perfekt. Bevor ich mir das gleich reinpfeife, muss ich mir hier von zwei reinpfeifen. Das sind diese Laktase-Tabletten 3000. Die Einheiten. Oh, das ist ziemlich heiß. Boah, heiß. Verdammte Scheiße, ist das heiß.
muss rühren und rühren und rühren und rühren. Und probieren muss man auch. In einem der älteren Videos, die ich hier gedreht habe, ich drehe eigentlich meine Videos im Wald immer an dieser Stelle, hat man gehört, dass hier etliche Vögel richtig ihre Bugs gemacht haben. Und da gab es auch Kommentare zu, wie so in etwa, ich hatte das Gefühl, dass der Vogel auf der Kamera sitzt. Und nachdem ich die Videos geguckt habe, ich gucke die selten an, ich bearbeite die mal kurz, mache dann vielleicht einen Titel davor, dachte ich mir, ja, das ist schon verdammt laut. Und so im Nachhinein jetzt zu sehen oder zu hören, dass es sehr leise ist im Vergleich zum Sommer, macht das doch jetzt mehr Spaß hier zu sitzen, auch wenn es kühler ist. Also ich meine, der Sommer ist eh nicht meine Zeit. Ich habe es lieber, wenn es kühl ist, so wie jetzt. Wir haben so um die 2 bis 6 Grad plus Celsius. Ich sitze hier an meinem Stöfchen und die Hitze, die davon abstrahlt, das ist schon echt enorm, von diesem bisschen. Jetzt hier so zu sitzen, so ruhig und so schön, wie es ist, das ist echt unbezahlbar. Das kann man in keinem Abenteuerurlaub erleben. Das ist nur eine Sache, die einem jetzt, wenn man die jetzt so erlebt, die gehört einem. Die wird niemals käuflich oder verkäuflich sein. Das ist, was ich beim Bushcraften mache. Das jetzt der Preis ist unbezahlbar, der Preis, das zu erleben, null. Preissegment. DHL, also Post, heißt
dauert halt länger. Und DPD? Dummer.